Hallo zusammen, Martin hier von Geniales Tuning. Heute habe ich euch die 31131 mitgebracht und zwar ein Lego Creator Set 3 in 1. Und zwar, wie war das? Das war unsere Nudelhalle oder Nudelhaus oder Nudelrestaurant. Wie auch immer, ein schickes kleines Set, das wie viele Teile hat? 569 Teile zu einem sensationellen Preis bei Lego für 59,99 Euro, also 60 Euro. Ja, aber wir haben ja lieb Amazon und bei Amazon kriegen wir es momentan, wenn ihr über den Link auch unten geht, 26% günstiger für 33,34 €. Also ein Schnapper, holt euch das Teil, wirklich schöne Teile und ja, schauen wir mal, was es kann. Zwei Minifiguren. Einmal eine Dame mit Hund, also der Pudel ist mit dabei. So sieht es mal aus, auch bei dem Serviervorschlag, wie ich so schön immer sage. Und wir haben einen Nudelkoch. Und wir haben einen Eiswagen. Bloß ohne Verkäufer. Da frage ich mich doch mal, also die Kombi Eis und Nudeln. Es gibt zwar Spaghetti-Eis, aber ja. Was steht auf der Rückseite? Wir haben natürlich die Möglichkeit, auch eine Fahrradwerkstatt zu machen. Und was ist das da oben? Das sieht aus wie eine Spielhalle, eine kleine Gaming-Ding. Wir haben die Möglichkeit, das gute Stück zusammenzuklappen. Klick, klack. Wird festgehalten hier über den Pin. Moment. Hier über den Pin wird es festgehalten an dem Getränkeautomat. Den können wir da auch noch mal wegmachen, wenn wir wollen. So, und dann, hoppla, falsch. Klick, klack, Schabernack. Wenn wir alles wollen, bloß nicht so. Ja, und dann können wir hier das schön aufklappen und haben also wirklich auch ein kleines Häuschen, das wir in eine Lego City, Lego Stadt integrieren könnten, wenn wir wollten. Ein schöner Dachgarten mit Antenne, einem Piepmatz und ja, irgendeinem Baum. Hier hoch, um in die Wohnung zu kommen. Jetzt machen wir das natürlich dann wieder so, dass wir das hier jetzt wieder anpinnen, dass wir da oben reingucken können. Ne? So, jetzt sind wir mal oben in der Wohnung. Wir haben hier ein Wohnzimmer mit Radio und Sofa. Und auf der anderen Seite haben wir irgendwie ja, einen Treppenaufgang, dass wir auch hier hoch aufs Dach kommen mit dieser Doppeltüre in irgendeiner Form. Auch die Türe geht natürlich auf. Ja, passt. Wie gesagt, haben wir hier einen Getränkeautomat. Wir haben hier auch eine schöne Straßenlaterne mit Straßennamen. Was steht denn da drauf? Creator Street. Wir haben hier einen Aufkleber, den Menüvorschlag. Wir haben hier unten logischerweise den Eingang zur Küche sowie oder Restaurant sowie hier dann ein Herd, um hier dann die Imbisse zu servieren. Ja, das ist also eine Variante davon und ich finde die eigentlich immer noch die netteste, aber ich denke mal bei einem Preis von 33,50 €, bei so vielen netten Teilen, macht natürlich Sinn, dass man die Fahrradwerkstatt und natürlich auch die Spielhalle oder Spielhölle dann hat zum in seine Stadt, so im Außenbezirk, weil es einfach die Größe auch hat, so wie ich letztens auch den Supermarkt vorgestellt habe, passt es wunderbar zusammen, möchte ich jetzt mal sagen. Aufkleber haben wir gehabt, wie gesagt hier 1, 2, 3, 4, 5 und das war es dann eigentlich schon. Ja. 5 Aufkleber und das hält sich in Grenzen, möchte ich jetzt mal sagen. Ach nee, 6 Aufkleber sind es, glaube ich. Ja,
Das war's von meiner Seite für dieses Creator Set, weil mehr gibt es eigentlich darüber nichts zu sagen. Es ist einfach zusammenbauen, hat Spaß gemacht. Es sind jetzt keine spektakulären Überraschungen hier drin. Es ist eine lineare Bauweise, die wir einfach kennen von den Modulars und den kleinen Creator Sets, was wir schon gehabt haben, ob das der Spielzeug und Laden war, aus dem man ja auch einen Blumen- und einen Kaffeeladen gemacht hat. Und es gibt ja noch viele, viele andere in der Reihe und die passen dann wunderbar zusammen. Also, hat es euch gefallen? Lasst ein Like da, würde mich drüber freuen. Natürlich ein Abo, dann verpasst ihr keine Reviews oder keine Shorts mehr. Oder wie es mit dem Weltrekord weitergeht. Da wäre es natürlich toll, wenn ihr das über den Link kaufen würdet, wenn es euch gefallen hat, das Set. Damit unterstützt ihr mich und wir können da natürlich dann irgendwann Schienen wieder kaufen, um natürlich die Länge entsprechend zu forcieren. Ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin von Geniales Tuning.